is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wir werden den König sehen. Deine Augen werden den König sehen, in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Wenn wir den König in seiner Schönheit sehen wollen, müssen wir uns hier würdig verhalten. Wir müssen über alles Kindische hinauswachsen. Wenn wir herausgefordert werden, dann lasst uns still sein. Manchmal sagt Schweigen mehr als viele Worte. Wir sollen Geduld, Freundlichkeit und Langmut zeigen. Eigenschaften, die uns würdig machen, Söhne und Töchter Gottes zu heißen. Wir sollen ihm vertrauen und an ihn glauben. Uns ganz auf ihn verlassen. Wir sollen in Christi Fußtapfen gehen. Wer mir folgen will, sagt er, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vielleicht ist es ein schweres Kreuz, still zu sein, wenn ihr dies tun solltet. Vielleicht ist es eine schmerzhafte Disziplin, aber ich kann euch versichern, dass das Schweigen viel mehr zur Überwindung des Bösen beiträgt als ein Sturm zorniger Worte. Hier, in dieser Welt, haben wir zu lernen, was wir sein müssen, um in den himmlischen Höfen einen Platz zu bekommen. Wir haben die Lehren zu beherzigen, die uns Christus vermitteln will, damit wir auf die höhere Schule in den himmlischen Höfen vorbereitet sind, wo uns der Heiland am Lebensstrom entlang führen und uns vieles erklären wird, was wir hier nicht verstehen konnten. Dort werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wie wir sie hier nie gesehen haben. Wir bekommen jetzt nur einen flüchtigen Blick von dieser Herrlichkeit, weil wir nicht fortfahren, den Herrn noch besser kennenzulernen. Jeder richtige Grundsatz, jede Wahrheit, die wir in einer irdischen Schule gelernt haben, wird uns in der himmlischen Schule weiterhelfen. So wie Christus während seines irdischen Dienstes mit den Jüngern herumwanderte und unterwegs mit ihnen sprach, so wird er uns in der Schule dort oben unterrichten. Er wird uns am Strom des lebendigen Wassers entlangführen und uns Wahrheiten offenbaren, die in diesem Leben noch verborgene Geheimnisse bleiben müssen, weil unser menschlicher Verstand begrenzt und durch die Sünde geschädigt wurde. In der himmlischen Schule dürfen wir Schritt für Schritt zu den Gipfeln der Gelehrsamkeit aufsteigen. Als Kinder des himmlischen Königs werden wir dort stets mit den Mitgliedern der Königsfamilie zusammenwohnen. Dort werden wir den König in seiner Schönheit sehen und sein unvergleichlich anmutiges Wesen betrachten. Lange haben wir gewartet, doch unsere Hoffnung soll nicht erlöschen. Wenn wir nur den König in seiner Schönheit sehen können, werden wir für immer glücklich und gesegnet sein. The Lord.